Seid gegrüßt, Volk. Heute gehen wir drei Fragen nach, die mir gestellt worden sind und sich rund um den zweiten BOTW 2 Trailer drehen. Mann, ich hoffe, wir kriegen in der Direct heute Nacht direkt mal neues Futter für BOTW 2. Im Trailer sind ja so ein paar enorme Dinge aufgefallen, die mit der Umgebung und den Monstern zu tun hat. Zum einen ist ja auch der Dekobaum verschwunden, zum anderen sehen die Moblins noch um einiges heftiger aus als vorher. Ebenso sind sie nun auf den Steintalussen unterwegs, sagt man eigentlich Talussen, Talusse, Talen, mir egal, die Steine, und greifen in einer Formation an. Die andere Frage lautet, ob es sich jetzt hier um eine Zeitreise handelt und ob nicht Zelda doch ein spielbarer Charakter sein wird. Fangen wir mal mit dem Dekobaum an. Denn dieser ist weder im ersten BOTW 2 Trailer zu sehen, noch im zweiten Trailer davon. Doch was ist hier eigentlich geschehen? Ich gehe stark davon aus, dass Ganondorf hier seine wunderschönen mumifizierten Finger im Spiel hat. Erinnern wir uns an Ocarina of Time zurück, so hat auch dort Ganondorf bereits einen erfolgreichen Angriff auf den Dekobaum gestartet und diesen vernichtet. Hier in BOTW ist dieser sogar der Hüter des Masterschwerts, welches für ihn eine große Bedrohung darstellt. Meine Vermutung ist also, dass der Dekobaum durchaus von Ganondorfs Horde vernichtet wird, noch bevor das Schloss in die Luft steigt. Aber zum Dekobaum werde ich im nächsten großen Video doch einiges mehr erzählen, und zwar wie er vernichtet wurde. Genau der Punkt bringt uns zum nächsten, die Monster von der Verheerung, die für die Vernichtung verantwortlich sind. Wir sehen Moblins in neuer Form, denn die Hörner sind nun länger und sind gemeinsam mit den Talussteinen unterwegs. Aber wieso haben die jetzt eigentlich längere Hörner und wie können wir jetzt schon eine Antwort finden? Eigentlich sogar recht simpel, wir wissen, dass jegliche Feinde wiederkommen, sobald der Blutmond erscheint. Was nicht nur eine geniale Spielmechanik ist, um dafür zu sorgen, dass im Spiel niemals die Gegner ausgehen, so ist es auch von der Geschichte her selbst sehr wichtig. Die Moblins entspringen dem Hass der Verheerung Ganon und werden mit jedem Blutmond neugeboren. Im BOTW 2 Trailer sehen wir, wie die Malice völlig anders wirkt als im ersten Teil. Nicht nur farblich, sondern ich sag auch mal, die Konsistenz ist ziemlich anders und durchaus aggressiver, was dann eventuell damit zu tun hat, dass das Siegel an Ganondorf immer schwächer wird. Aggressivere Malice könnte also durchaus dazu führen, dass auch Ganons Gefolge davon profitiert, stärker wird und auch dadurch symbolisiert wird, dass die Hörner eben länger sind. All das ist natürlich jetzt so eine vage Vermutung basierend auf den Infos, die wir haben, aber wir werden ja sehen, ob es sich bewahrheitet oder auch nicht. Und nun noch das Finale. Handelt es sich hier um eine Zeitreise oder spielen wir Zelda? Die Sache mit der Zeitreise habe ich bereits in einem vorherigen Video behandelt und wieso die Gegner hier anders aussehen, hat auch nichts mit einem Zeitsprung zu tun, sondern vermutlich damit, dass die Malice einfach schlichtweg aggressiver ist. Und jetzt habe ich schon öfters die Frage erhalten, ob Zelda denn nicht spielbar ist. Zum einen sind die längeren Haare natürlich ein Faktor dafür, dass es sich um Zelda handeln könnte, aber auch eine Abonnentin machte mich zum Beispiel aufmerksam, dass man im zweiten BOTW 2 Trailer man mal die Hose genauer anschauen sollte. Wir sehen hier relativ dunkle Shorts, sehen auch, dass Link natürlich helle Hosen trägt, Zelda dafür dunkle. Und auch wenn dies echt eine gute Beobachtung ist, denke ich eher, dass es sich dennoch hier um Link handelt. Zum einen schauen wir uns mal die Klamotten an, die der Charakter trägt. Es ist ja ein Gewand, welches eine Oberkörperseite freilässt, also die rechte. Und ich bezweifle jetzt einfach mal stark, dass Nintendo bereit ist, eine fast halbnackte Zelda im Spiel zu zeigen. Das wäre doch ein bisschen sehr krass. In einem anderen Shot kann man auch erkennen, dass Link unter dem Gewand eine Art dunklere Shorts trägt, quasi wie in dem Ausschnitt hier, weswegen die Idee, dass Zelda und Link vielleicht beide einen Arm haben und damit in Verbindung stehen, leider wegfällt. Es wäre ja an sich ganz cool, wenn man mal Zelda spielen könnte, aber ich glaube nicht, dass das Zelda-Team so einen krassen Wechsel in der Zelda-Formel durchführen würde. Auch wenn sie jetzt natürlich das neue Konzept der offenen Welt eingebracht haben. Link wird vermutlich weiterhin der einzig wahre Held sein, der einzig wahre spielbare Charakter. Ein Video, weswegen der zweite BOTW 2 Trailer vielleicht in die Irre führt, habe ich euch ja auch schon mal auf diesem Kanal präsentiert. Und eine Theorie braucht natürlich auch viel, viel Zeit, jetzt nicht nur vom Schreiben her, sondern natürlich auch von der Bearbeitung der Videos her, weswegen es immer wieder dauert, bis mal wirklich ein Video erscheint. Und jetzt kommt ihr mein Spiel. Schreibt doch mal eure Fragen unter dieses Video und ich picke mir mal ein paar raus, macht darüber ein Video und vielleicht entstehen so einige tolle Community-Theorien. Und wenn ihr noch mehr Sehnsucht nach mir haben solltet, dann schaut auf Twitch vorbei,
denn da geht momentan echt die Post mit Zelda ab. Völlig verrückt ist alles dort durchgewürfelt in meiner Randomizer-Challenge, in der ich komplett verzweifle. Wer sie nicht kennt, kann gerne mal in die Best-Offs reinschauen, die ich hier auf den Kanal hochgeladen habe. Dann wisst ihr Bescheid, wo wir gerade sind, was da passiert, wie geistesgestört das Ganze ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal hoffentlich wieder.